stehen. Und dann muss ich die hier vor mir einen runtersetzen. Und dann dies da drüber laufen lasse. Also in die Richtung, dass es oben von links nach oben reingeht und von unten rechts wieder rausgeht. Damit da nichts durcheinander kommt. Und ich glaube, das wäre auch die bessere Option. In dem Falle. Was soll ich den denn da oben zum Speichern geben? Petrol. Machen wir mal Eigenschaft 1 rein. Beziehungsweise können ihn ja abbauen. Den abbauen. Genau. Den rein. Dann machen wir nämlich die weg. Beziehungsweise den packen wir nach unten hin. Immer dieses Rumtüfteln, wie man das wirklich macht im Endeffekt. Und auch richtig dann. Dass es funktioniert. So, die dürfen gar nicht verbunden sein da. Der darf nicht verbunden sein, der darf auch nicht verbunden sein, das ist super. Den raus. Jetzt muss es mit dem Filtern schnell gehen. Was habe ich hier drin? Die. Okay. Ne. Ich glaube, die grünen sind's. Ja. Okay, schnell. Oh no. Priorität 1 reinmachen. Will ich da nicht haben. Okay. Zweiter Deep Storage. Insert Priorität 1. Filter. Oh, und die sind jetzt da drin? Nope. Die müssen noch rein. Jawohl. Disabled. Frames. Ja, die waren da drinne. Und die waren da drinne. Sauber. Jetzt können wir mit denen weitermachen hier. Der mit denen nicht, der mit denen nicht. Und der auch nicht mit dem. Das gleiche wäre hier. Der mit dem nicht. Dann hätten wir 6 Dinger schon und dann können wir noch welche davor ziehen in der gleichen Reihenfolge. Das wäre dann hier so. Weil ich ja alles komplett einmal leer machen will. Beziehungsweise alles hier ein bisschen ausbauen möchte. Also der Raum soll nachher wirklich voll besetzt sein. 3. Da können wir schon mal ein bisschen zusammenarbeiten hier. Zack. Bup. Nee, nee. Unten die. Dann. Die nach oben, genau. Da muss er ein bisschen sich durchklappern damit. Dann haben wir zwei Positionsstränge, wo wir mitarbeiten können. Ja. Besser kannst du nicht laufen. Das geht dann nach unten hin. Die vier
genau die 4 Stränge noch dahin. Und eventuell dann diese Stränge auch noch dahin. Das weiß ich aber noch nicht. Je nachdem, wie ich filter. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, da passt alles. Okay, da war es auch alles. Muss ich die irgendwie zwischenlagern? Ich glaube nicht, ne? Einen Moment. So, ist auch ein bisschen frisch heute. Mittlerweile geht es mit der Erkältung. Beziehungsweise kommt, du hast jetzt wieder Herbst, Winter wird, ist natürlich ein bisschen häufiger. Nicht mehr diesen Heuschnupfen. Mehr muss ich das hier filtern noch nicht. Was dann im Endeffekt ja sein könnte. So. Warte mal, Moment. Disablen. Disablen. Das kann man so machen. Packt sich den hier. Ich glaube, ich habe gerade eine gute Idee, wie man das machen kann. Ne, du musst ja nochmal weg. Stimmt. Mal weg, danke. Dann hätte man den und dann müsste eigentlich noch einen Raum weiter. Kann man auch abpassen, wenn man die direkt wegtut. Das sind, glaube ich, die. Ja, schauen, vielleicht reichen die Dinger hier. Genau. Disablen. Den mit dem nicht kombinieren. Den mit dem disablen. Dann kommt hier Insert. Da Extract. Das regelt hier. Ne, da ist Extract jetzt gerade. Da ist Insert. In dem Fall wäre es Insert einmal da. Genau. Das jetzt hier. Programmieren. Kommst du bitte her? Ah, okay. So, der ist vorgefiltert. Der pumpt raus. Geht dahin. Wir machen mal die Lücke erst zu hier. Und nochmal neuer. In dem Moment Frames. Ich möchte ein paar Bilder haben. Ne, so rum, so rum, so rum, so. Bei Frames komme ich mal hier gut hin. Frame. Natürlich fehlt jetzt einer, aber wir können es ja testen. Den wir den jetzt sagen, da rein.